Ein Menschheitstraum, Dinge einfach so verschwinden zu lassen, unsichtbar zu machen. So unglaublich es klingt, das Ganze ist jetzt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Kreta und Wien gelungen. Und zwar mit einem ziemlich cleveren Trick. Ihre Tarnkappe arbeitet mit einer Art Unsichtbarstrahl und funktioniert in der Theorie durch punktgenaue Gegenstrahlung. Wie genau diese Tarnkappe funktioniert, jetzt in Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Die meisten von euch kennen sicher den Tarnmantel aus den Harry Potter Geschichten. Eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Einfach so verschwinden, wenn man an einem Ort ist, wo man eigentlich nicht sein sollte. Klingt völlig abgefahren und nach Science Fiction pur, aber nein, Tarnmantel und Tarnkappen funktionieren, zumindest im Labor. Bisher allerdings, indem Linsen ganz speziell angeordnet werden oder durch exotische Metamaterialien. Diese leiten das Licht um ein Objekt, sodass es verschwunden scheint. Das Tarnmaterial hat dabei eine spezielle Struktur, die kleiner als die Wellenlänge des Lichts ist. Seine Strahlung wird dadurch abgelenkt und verlässt die Tarnkappe somit wieder so, als sei es nie mit dem Objekt, das getarnt werden soll, in Verbindung gekommen. Für den Betrachter ist das Objekt somit unsichtbar. Jetzt hat ein Forschungsteam aus Kreta und Wien eine völlig neue Tarnkappentechnik entwickelt, bei der man weder spezielle Linsen noch Metamaterialien braucht. Das Einzige, was benötigt wird, ist ein zusätzlicher Lichtstrahl. Nach Angaben der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler soll dieser mit einem ganz bestimmten Wellenmuster das undurchsichtige Material bestrahlen, sodass es für einen zweiten Lichtstrahl unsichtbar wird. Stefan Rotter, einer der beteiligten Forscher von der TU Wien: Komplexe Materialien wie etwa ein Stück Würfelzucker sind undurchsichtig, weil die Lichtwellen in ihnen unzählige Male abgelenkt und gestreut werden. Das Licht kann zwar eindringen und irgendwo wieder herauskommen, aber die Lichtwelle kann sich nicht geradlinig durch das Medium hindurch bewegen. Stattdessen wird sie chaotisch in alle Richtungen gestreut. Und genau diese Wellenstreuung stellt Forschungsteams weltweit vor eine große Aufgabe. Bislang konnten sie diese nur durch Metamaterialien überlisten oder aber durch Objekte, die selbst Licht abstrahlen. Ein Beispiel hierfür: ein Bildschirm erscheint aus einem bestimmten Winkel tatsächlich unsichtbar, wenn er nach vorne genau das Licht aussendet, das er auf seiner Rückseite absorbiert. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Kreta hatten sich jetzt zum Ziel gesetzt, den Lichtstrahl auf geraden und auf direktem Weg durch das Objekt hindurchzuleiten, quasi so, als sei es selbst gar nicht da. Die Lösung für diese Idee sei eine spezielle Wellentechnologie, sagt der Leiter der Forschungsgruppe Constantino Macris. Das Wellenmuster gleicht die Materialbrechung aus, strahlt man exakt das punktgenaue Muster der inneren Unregelmäßigkeiten auf das Material, so lässt sich die Streuung praktisch ausschalten. Ein senkrecht verlaufender Lichtstrahl gelangt somit verlustfrei durch das Material. Dabei ist eine Sache entscheidend: dem Material muss punktgenau Energie zugeführt werden, an anderen Stellen muss Absorption möglich sein. Heißt also, von oben muss genau das richtige Punktmuster auf das Material gestrahlt werden, das zu den inneren Unregelmäßigkeiten des Materials passt. Denn dieses würde ansonsten Licht streuen. Doch so wird die Streuung vermieden und ein Lichtstrahl, der dazu senkrecht verläuft, kann ungehindert und verlustfrei durch das Material gelangen. Und dieses Konzept geht nicht nur bei Lichtstrahlung auf, sondern funktioniert auch bei anderen Wellenarten, zum Beispiel bei Schallwellen. Wichtig ist dabei nur, dass jedes Objekt mit einem eigenen individuellen Punktmuster bestrahlt wird. Eben mit dem, das zu seiner mikroskopischen Streuung in seinem Inneren passt. Das Forschungsteam aus Kreta und Wien hat praktischerweise gleich eine Methode entwickelt, mit der das jeweils passende Punktmuster identifiziert werden kann. In Computersimulationen und Modellen funktioniert die neue Tarnkappe einwandfrei. Jetzt geht es in einem nächsten Schritt darum, das Ganze technisch umzusetzen. Das Projekt steht also noch am Anfang, hat aber absolut das Potenzial, in Zukunft den Bereich der Tarnung zu revolutionieren. Wenn es soweit ist, dann erfahrt das natürlich hier. Wenn ihr dazu und auch zu allen anderen Themen kein Video verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den, genau, auf die Glocke, nur dann werdet ihr über die neuen Videos informiert. Hier geht es weiter mit unsichtbar werden, da geht es um eine weitere Tarnkappentechnik, also nicht verpassen und draufklicken, und ansonsten bis dann, bleibt dran.